So, herzlich willkommen zurück bei Need for Speed. The Run. Ja, The Run. Stimmt. Und ich würde jetzt gerade mal sagen, wir setzen das Ganze fort. Oder wir starten neu. Hätten wir jetzt natürlich auch machen können. Na, bitte nicht. Aber gut. Schauen wir mal. Aktuelle Position 162. Ich würde sagen, in dem Rennen schlagen wir jetzt alle, oder? Ja, klar. Oder nicht? Ja, klar. Ja, und dann ist das Let's Play fertig. Ja. So, hoffentlich funktioniert die Steuerung jetzt. Er gibt auf jeden Fall Gas, ich kann lenken. Ich kann Nitro geben. Stimmt, das war ja auch mal was. Und es funktioniert soweit, glaube ich, alles ganz gut. Ich kann ein bisschen machen. Pass auf, du musst jetzt hier keinen Scheiß machen, ne? Nein. Ah, komm jetzt halt auf, ich mach doch keinen Scheiß. Gottes Willen, ey, das will ich niemals tun. Ich sehe bloß die Strecke nicht. Vor lauter Staub hier. Ui, da kommt er wieder entgegen. Hey, leck mich doch am Arsch. Yeah, 200 XP. So, lassen wir die Kiste hier mal gescheit rattern. Hol den Gegner ein. Nee, ich hab ihn doch schon. Nee. Da. Jetzt musst du in Führung. In Führung halten. Jetzt muss ich in Führung halten, ja. Wow. Das war jetzt echt eine gute Aktion gerade. Leck mir am Arsch. Wie lange muss ich noch Führung halten? Ich sehe es nicht. 19 Sekunden. Ach du Scheiße. 17, 16, 15, 14. Ach du heilige Güte. Aber? Das ist der letzte, glaube ich. 2 von 3. Und das ich ist weiß es nicht. Boah. Na toll, 5 Sekunden. 5 läppische Sekunden hätte ich es noch durchhalten müssen. Du, den habe ich jetzt nicht gesehen, ey. Ja, das ja, doch wirklich. Ich habe schon wieder Tunnelblick, ha? Ja, ich hatte einen Tunnelblick, ganz, ganz eindeutig. Ja, mach mal halt die ganze Scheiße nochmal. Du, das wird jetzt noch öfters passieren. Ah, was? Ja, komm. Das war wirklich knapp. 5 Sekunden. Also, gell? So. Ja, ganz ehrlich, aber das ist ja echt jetzt gerade nicht so leicht zu fahren. Ja, die Straße kommt mir saumäßig eng vor. Ist staubig. Man sieht erst dann, wenn sie wirklich richtig, wenn sie schon zu nah sind, dann sieht man es erst. Boah. Das ist echt sehr heftig hier gerade. Ich glaube, ich muss bremsen mal. So, da ist wieder Würfel, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es lang geht, ey. Hier entlang. Sorry. Sehr schön. Oh, da ist schon der nächste. Ja. Okay, da geht's noch geradeaus. Was waren wir jetzt für Platz? 162? 67? Ich weiß es nicht. 61? Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher, aber ich muss jetzt hier nur Führung halten. Ja, leck mich da am Arsch. Also ich meine, die Umgebung hier ist echt alles wunderschön gestaltet und so, aber ich finde es brutal schwierig. Bisschen eng. Das ist echt so schwierig. Ja. Hey, Schmarrn, das ist natürlich jetzt alles bloß gelogen, das Schwierige ist. Ich bin hier voll der Pro. Los. Pass auf. Oh nein, jetzt komm, mach doch mal keine Sorgen, ey. Ich werde da jetzt niemals reingefahren. Schau, wie gut ich bin, ey. Und Zeitlupen-Action. Yeah. 150 schon, 159. Ja, sieh schon mal. Ah. 3 Gegner habe ich überholt. Warte mal, bei 150 stand dran irgendwas in Las Vegas. Mhm. Ich hab's jetzt nicht ganz gesehen. Das weiß ich nicht. Machen wir mal hier fortsetzen. Ja, du liest nie, das ist das Problem. Nee, ich konzentriere mich hier auf das Rennen. Mhm. Etappe 3. Old Spanish Trail. Das waren wir vorhin auch schon in Etappe 3, aber ist ja egal, glaube ich. Ja, ja, klar, da gibt es ja dann verschiedene Rennen in der Etappe. Ja, aber warum sagst du es jetzt? Ja, weil ich jetzt das gerade da oben gelesen habe, dass da Etappe 3 steht, sorry. Also, hättest du ja noch vorlesen dürfen. Nein. Zurückgelegte Distanz. Viel? 553 oder so. Hm, ist ja gar nichts. 8 Positionen und das auf der Kotzstrecke hier. Hätte ich schon gedacht, der Asta hätte mich jetzt... Ach du Scheiße. Ach komm, hör auf, hey. Tja, jetzt hau ich ab.
Jetzt gib Gas. Toll. Jetzt ja los. Ich habe gerade Frame-Einstürze, ja. Ach so. Super. So, jetzt hat sie sich wieder gefangen. Ja, so einigermaßen. Die flaggen ja hier alle aufeinander, ey. Ja klar, die muss ich auch alle überholen. Und dann... Warum fährt denn der so langsam? Fährt doch nicht langsam. Doch, ich fährt langsam. 208, 210. Unsauber geholt, ja. Ist doch jetzt egal. Der kommt hier gar nicht über 200 irgendwie. Der andere zieht an mir vorbei mit seinem Nitro, ey. Als wäre es nichts gewesen. Okay. Jetzt ist er sauber. Scheiße. Hätte ich auch noch mitnehmen müssen. Ich muss noch mit 4 überholen. Ja, da wird's eng. Bleib lieber... Oh. Ja, genau. Mann. Ah, die kann man zerstören. Hallo, ja, ja. Hallo. Da ist ja der grüne Balken da. Toll, jetzt haben sie die wieder alle überholt. Ich fahr hier mal ein bisschen Gegenverkehr. Halt die Gosch. Ja, ja, ich halt später an. Solange das Blaulicht ist, kann ich irgendwie nichts machen. Wie meinst du? Fahren. Nee, ich kann jetzt gerade schon wieder kein Nitro geben. Hey, der wollte ich rammen. Und vor allem, warum fahre ich so langsam? Ich verstehe das gerade nicht so wirklich. Also was, du kannst kein Nitro geben? Nee, ich kann gerade kein Nitro geben. Vielleicht ist das normal. Ja, aber das ist doch unfair. Nee, das gibt's ja wohl nicht, oder? Jetzt gibt er Nitro, wo ich gar nicht gedrückt habe. Ja, vielleicht ist es so. Weg. Du fährst trotzdem ziemlich langsam. Ich kann wieder kein Nitro geben. Oh, was ist das? Ah, der da vorne fährt genauso langsam. Nee. Im Grunde doch, schau doch mal. Stimmt, Leute. Nee, jetzt. Nee. Aber ich kann kein Nitro. Mann, warum? Der hat sich schon so. Aber jetzt gibt er Gas beim Berg runter. Ich glaube, das ist normal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja klar. Ja, der kann ja auch Nitro geben, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht. Wird doch irgendwas wieder verstellt. Wow. Ja. Hallo? Ich komm da nicht mal mehr raus. Ich glaube, du kommst. Ich komm da nicht mal mehr raus, ey. Das egal, gibt's doch wohl nicht. Mal. Das war jetzt doof. Jetzt gibt er wieder Nitro. Ja, vielleicht ist das halt zum Start, vielleicht gehört es so, aber du hast... Nee, glaube ich nicht. Wieder. Kannst du jetzt geben? Nee. Jetzt pass mal auf, bevor wir hier irgendwie lange blöd rumtun, machen wir hier mal das da. Und schauen mal, ob es jetzt funktioniert. Was hast du? Würde ich sagen, Event neu starten, weil ich meine, irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Ja. So. Glong. Glong, glong. Glong, glong. Aktuelle Position, 159. Ach, yeah. Das schaffen wir ja locker. Wenn nicht immer dieses Problem mit dem Gas geben wäre und so. Mit dem Lenken. Oder mit dem Lenken, genau. Pass mal auf, mal schauen, ob ich jetzt... Jetzt kann ich Nitro geben. Aber er fährt trotzdem mega langsam. Jetzt kommt die Polizei wieder ins Spiel. Und jetzt schauen wir mal, ob wir nur Nitro geben können. Bestimmt nicht. Doch, geht noch. Aber du hattest es auch am Anfang geben können. Mach den halt kaputt. Oder ramm ihn halt, das ist so. Scheiß Frame. Ja, die stürzt schon die ganze Zeit immer ein. Oh, ab. Ja, super. Tja, hab's halt drauf, weißt du. Oder noch ein Nitro. Eigentlich hätte es irgendwann bei dem in Windschatten. Tja. Wenn er jetzt nicht so schnell gewesen wäre gerade. Wie viel sind das? 1, 2? Ja, okay, einen den jetzt überholt. Boah, schau mal wie das aussieht und trotzdem nur so wenig Schaden angezeigt bei dem.
So, bei dem da ausweichen. Okay, aber du kannst noch Nitro geben. Ja, zum Glück. Jetzt. Ram ihn. Ah, jetzt ist Geld. Einheit bestätigt. Mache so lange wie möglich weiter. Ich stopp ihn von vorne. Ja, was tut er? Er stoppt dich von vorne. Ah ja. Also. Das denkt er. Ja, eben. Ich denk das nicht. Nee. Ja nicht. Das ist doch kotzig, wenn du so langsam nur wenn du nur so langsam fahren kannst. Ja, ich weiß aber nicht, warum das so ist. Ich auch nicht. Ich meine, es könnte auch sein, dass wir hier noch auf Meilen sind und nicht auf km/h. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Nee, vorhin hat das auch normal angezeigt, oder? Ja, eigentlich schon. Aber die anderen fahren ja auch so langsam. Also ich glaube, das ist normal. Du musst noch drei überholen. Vielleicht läuft es in der Wüste nicht so schnell. Was auch unlogisch ist. Irgendwie schon, ja. Jetzt kann ich gar nicht drum mehr geben, gell? Ja klar. Na gut. Vielleicht haben wir hier extrem Gegenwind. Klar. Okay, oh. Gibt's doch nicht. Ich glaube, du musst... Das gibt's dann. Ich habe versucht durchzulenken, aber es ging einfach nicht. Mann, das ist ja schon wieder frustrierend. Ist da nicht irgendwie eine Lücke oder so? Da fragst du nicht was. Bei denen? Jetzt habe ich wieder einen Platz verloren. Ja. Arschloch, hau ab. Was? Du bist verhaftet. Was hat er gesagt? Ja, sie sind verhaftet. Na ja, klar, hätte schon gern. Sei im Ohr gedacht. Der Kerl weiß, wie man Auto fährt. Ja, nee, weißt du. Ah, weiß nicht so schon. Ganz. Ja, nee, stimmt. Nicht so ganz. Okay, bring den rein. Ah. Okay. Warte. Komm, take down, nein. Geh weg. Komm. Oh. Fahr doch weiter. Knappe Geschichte. Und der Auto schaut wahrscheinlich aus wie Sau. Ich hab keine Ahnung. Doch, ich sehe es ja von. Aber ich habe immer nur drei Fahrer vor mir. Ja, du hast noch 1,2. Boah. Ich schau gleich aus, das wird so auseinanderfallen, die Kiste. Ja, gell. Aber ist das nicht ein anderes Auto? Ich weiß es nicht. Sicher, du hattest da doch... vorne ist das Ziel und ich möchte nicht überholt werden mehr. Ich will es nicht. Nein, bitte nicht. Ja. So, okay, geschafft. Gut. Boah, leck mich. Das schaut dann ja gut aus. Ja, finde ich ehrlich gesagt auch. Würde ich auch so kaufen noch. Können wir eigentlich machen, gell? Den kaufen wir uns. Den kriegen wir für 500 oder so. Also, ja. Locker. 800 XP. Ja. Was sehr wenig ist, irgendwie, finde ich. Irgendwie schon, ja. Aber gut, lass uns gut sein, vielleicht wird es ja noch mehr. Irgendwie wird es bestimmt noch mehr. Niki und Mila. Stammen aus sehr unterschiedlichen Welten. Nachdem sie ihre Mutter verloren hatte, verbrachte Niki die meiste Zeit in der Garage, in der ihr Vater arbeitete. Als Mechaniker für Milas wohlhabende Familie. Sie und Mila nehmen an The Run teil, um zusammen irgendwas. Irgendwas. Geld zu sammeln. Oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dem ist heiß. Man kann der blöd aus der Wäsche gucken. Ja klar. Aber mal Vollgas. Entschuldigung. Ja, also übertreiben muss man es zwar nicht. Nein, egal. Schlimm. Erstmal Sonnenbrille runter. In Oi. Epischer Zeitlupe. Oh, ich mach die Augen auf. Hoho. Da hat er jetzt aber große Augen bekommen, ha? Jack. Toi, auf den Hintern. So macht man das.
Ja, und das ist bestimmt meine Aufgabe, die zwei Bitches da umzubringen. Die zwei Hühner. Hallo? Was umzubringen? Ab und zu triffst du auf Rivalen, die fortgeschrittener und aggressiver fahren. Besiege den Rivalen bis ins Ziel, um zu gewinnen. Gewinnst du gegen bestimmte Rivalen, erhältst du außerdem den Schlüssel zu ihren Wagen. Zu ihrem Wagen. So. Super. Ja, geil. Geil. Hallo? Achso. Das muss ich drücken. Fortsetzen. Ja, sorry, man kann auch mal verwirrt sein. Besiege Niki und Mila. Also wenn du das nicht schaffst, dann bist du ein Eichei. Ja, komm jetzt. Nee, bleib jetzt erstmal hier im Windschatten. Und wie weit ist denn das? 7, ich hab schon wieder kein Nitro. Nein. No, Event neu starten. Ja. Aber da kommt doch die Dings wieder, oder? Ich weiß nicht, vielleicht kann ich spulen. Schauen wir einfach mal. Wenn nicht, dann unterbreche ich kurz die Aufnahme und dann setzen wir gleich an der Stelle wieder ein. Ja.